Angela Merkel ist überfahren worden und kommt direkt in den Himmel. Dort trifft sie den Engel Gabriel. Er spricht Angie an und sagt ihr, wir werden dir die Wahl geben. Einen Tag wirst du in der Hölle sein und einen Tag im Paradies. Dann kannst du auswählen, wohin du willst. Gabriel bringt Angela Merkel in den Fahrstuhl und sie fahren bis zur Hölle. Angela geht rein und sieht alle ihre Freundinnen und Freunde. Diese begrüßen sie, spielen Golf, sitzen im Spaßbad, im Restaurant, die Leute essen, trinken, hören Musik, spielen Karten und auch der Satan sitzt und lacht mit ihnen. Abends Tänzerei, man amüsiert sich und so weiter und so weiter. Am nächsten Tag kommt Gabriel und sie gehen wieder rauf ins Paradies. Dort sieht sie Leute, wie sie auf weißen Wolken sitzen. Sie hören Musik, alles ist ruhig und gemütlich. Tags drauf kommt Gabriel und fragt, hast du dich entschlossen? Angela sagt, ja, obwohl es im Paradies angenehm ist, will ich in die Hölle. Dort tut sich was. Gabriel nimmt sie wieder mit nach unten, klopft an die Tür und innerhalb einer Sekunde ziehen zwei Hände Angela Merkel rein. Sie sieht eine Wüste, sehr heiß. Ihre Freundinnen und Freunde tragen zerrissene Kleidung und sammeln Mist. Der Satan kommt, gibt ihr eine Tüte und sagt, sie soll auch Mist sammeln. Was ist denn mit dem Spaßbad, dem Restaurant und der Musik passiert? Fragt Angela. Darauf antwortet Satan, Angie, altes Haus, gestern war vor der Wahl, heute ist nach der Wahl.